Hallo, herzlich willkommen zurück. Heute wird gebastelt und zwar diesen Fernseher. Okay, es ist nicht wirklich ein Fernseher, sondern ein YouTube-Subscriber-Button-Dingsbums-Anzeiger. Der zeigt uns die aktuellen Abonnenten an, die wir haben. Und das Ganze läuft über eine API-Schnittstelle von Google. Alles, was ihr dazu braucht und was ihr wissen müsst, erfahrt ihr dann von mir in dem Video. Und unten in der Beschreibung verlinke ich euch natürlich dann auch die einzelnen Bauteile, die ich verwendet habe. Das Gehäuse ist übrigens 3D gedruckt. Das habe ich in Fusion gezeichnet und konstruiert. Auch die Druckdatei könnt ihr auch haben, werde ich euch auch verlinken. Und ja, mir hat das ganze Projekt sehr viel Spaß gemacht. Das Ergebnis ist super geworden. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, falls ihr das Teil nachbauen wollt. Bis später. So, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ich diesen kleinen, wie soll ich ihn nennen, Matrix LED Fernseher in Fusion 360 erstellt habe. Ich mache das hier unten an dieser Leiste, das ist hier diese Timeline, wo ich dann halt jede Funktion zu erkläre. Aber wir machen es ganz schnell. Auch das ist kein Tutorial, aber ihr sollt eben sehen, wie es eben hergestellt wurde in Fusion. Ja, wir fangen an. Eine Skizze, eine Extrusion, nochmal eine Extrusion und noch eine Extrusion. Eine neue Skizze angelegt und wieder eine Extrusion. Das ist dann der hintere Kasten. Ich drehe das mal eben ein bisschen um, kann man das besser sehen. So, eine neue Skizze und eine Extrusion, das ist dann die hintere Abdeckplatte. Eine neue Skizze und eine Extrusion, die haben wir dann abgezogen von der hinteren Platte. Das sind die Lüftungsschlitze, die habe ich dann mit Phasen versetzt hier, also Phasen nicht, mit Rundungen versetzt, so dass die halt schön abgerundet sind. Kombiniert und eine Phase dran gesetzt hier vorne, also auch eine leichte Rundung und noch eine Rundung und noch eine und noch eine und noch eine. So haben wir hier überall schöne Abrundung. Dann habe ich das Ganze kombiniert, habe hier eine Abrundung gemacht, noch eine Abrundung hier vorne, wie man sieht. Und noch eine für das Hinterteil und noch eine dann hier nochmal rum. Eine neue Skizze, eine Versatzebene, eine neue Skizze auf der Versatzebene und dort ist dann der Fuß für vorne entstanden. Und einen zweiten brauchen wir natürlich auch, das sind dann die beiden Füße vorne. Etwas abgerundet. Eine neue Skizze angelegt, Versatzebene, das wären jetzt für die hinteren Füße. So, ne, das ist die neue Skizze hier für die hintere Füße. So, da habe ich noch eine Versatzebene gemacht, wie man jetzt hier gut erkennen kann. Ich zeige das mal eben von unten einmal, so viel Zeit muss sein. So, hier ist die eine Skizze, hier ist die zweite Skizze und wie man sieht, laufen die versetzt zueinander. Ne? Und wenn wir das Ganze dann eben einmal nach oben ziehen, dann haben wir einen schönen schiefen Fuß, so wie ich ihn haben möchte. Abrunden, abrunden, kombinieren, kombinieren, neue Skizze. Das wäre dann diese hier oben an den Füßen. Habe ich extruiert. Das ist dann hier die Bodenplatte. Die habe ich dann etwas schräg angesetzt und von dem Körper entfernt. Wenn ich die Bodenplatte jetzt wegmache, sieht man, dass die Füße abgeschrägt wurden. Noch ein paar Abrundungen dazu. Klack, klack, klack. So habe ich hier unten an den Füßen überall die Abrundung gemacht. Ich mache die Bodenplatte mal wieder weg. So, ne? Hier sind dann die Abrundungen vorhanden. Neue Skizze angelegt, neue Extrusion, das wären die Knöpfe hier vorne am Fernseher.
Abrundung, Skizze, Versatz, also wieder eine Versatzebene, Skizze und zweimal das Ganze als Erhebung für die Antennen. Dann abrunden, abrunden, haben wir hier oben schön abgerundet das Ganze. Neue Skizze und Extrusion für den Kreis in der Mitte. Das Ganze einmal kombiniert. Zack und nochmal. So, jetzt ist die Antenne ein Teil. Etwas nach hinten verschoben, dass beim 3D-Druck nachher das eine Fläche ist. So brauchen wir da kein Stützmaterial. Kombiniert. Dann sieht das Ganze schon so aus. Eine Extrusion nochmal. Ich habe hier innen die Wände noch etwas kleiner gemacht. Hier vorne haben wir jetzt ein paar Lüftungsschlitze eingebracht. Wieder mit einer Skizze, wie man hier sieht. Und eine Extrusion. Abrundung, damit die Schlitze rechts und links abgerundet sind. Ja, und da ist unser kleiner Fernseher schon fertig. Skizzen mache ich mal weg, dann sieht man es etwas besser. Ja, mit der Bodenplatte sieht man dann nachher schön, dass der Fernseher dann leicht schräg steht. Ne? So möchte ich es haben. Ja, und das Ganze muss jetzt gedruckt werden. Nach dem Druck wird das Ganze verklebt. Es sind ja hier verschiedene Körper. Die werden dann miteinander verklebt. Obwohl das hintere Teil habe ich vor dem Druck dann auch nochmal als extra Teil gemacht. Dann braucht man hier nicht unter dem ganzen Körper. Ich zeige das nochmal genauer, dann könnt ihr euch das vorstellen. Wenn man das Ganze natürlich jetzt so druckt, wo es ja hier auch flach ist und lässt das so mit diesen Schlitzen hier oben, das ist natürlich blöd, dann brauche ich hier überall Stützmaterial. Deswegen habe ich das hier nachher nochmal unterteilt und ja, dann haben wir dieses Hinterteil nochmal als extra Körper und können das separat drucken ohne Stützmaterial. Ja, und das drucken wir jetzt aus, dann wird es verklebt, wie gesagt, und viel geschliffen, viel gespachtelt, damit es schön glatt wird alles und dann lackiert. Und dann kommen die Elektronik rein. Bin gespannt, wie es nachher aussieht. Ja, anschließend werden die gedruckten Teile miteinander verklebt. Ich mache das mit Kunstharz. Ich habe hier einen Kunstharz, der wird im Verhältnis 100:50 gemischt. Und damit reiche ich dann die einzelnen Bauteile ein und verklebe es miteinander. Ganz wichtig dabei natürlich die Schutzhandschuhe, weil Kunstharz ist nicht ganz ohne und das sollte nicht auf die Haut gelangen. Also bitte auf jeden Fall Schutzhandschuhe anziehen. Ja, bei Arbeiten mit Kunstharzen solltet ihr natürlich auch eine Atemschutzmaske tragen. Tut euch den Gefallen, achtet auf eure Gesundheit dabei.
Das Ganze muss jetzt sehr gut miteinander vermischt werden. Ich habe das hier etwas abgekürzt. Also ich mische das in der Regel eine gute Minute, damit wirklich der Härter und das Harz gut miteinander vermischt sind. Als nächstes können wir dann das Frontteil verkleben. Auch hier wird wieder etwas Harz auf die Flächen aufgetragen und dann wird das Ganze miteinander verklebt. Ja, hier habe ich Stützmaterial vergessen. Das muss noch entfernt werden. Das ist auf beiden Seiten der vorderen Füße enthalten. Ja, und danach kann das verklebt werden. Ja, soweit ist das richtig gut geworden. Okay, es sind hier so ein paar kleine Schlitze vorhanden. Das kommt davon, weil das Teil sich etwas vom Druckbett gelöst hatte an den Ecken. Ich habe ja auch wirklich das Maximum ausgereizt am X-Max 3D-Drucker. Aber das ist kein Problem. Das wird nachher verspachtelt und schön glatt geschliffen. Dann sieht man da nichts mehr von. Ja, jetzt muss das geschliffen werden, danach wird gespachtelt und dann wird nochmal geschliffen und nochmal geschliffen und nochmal gespachtelt und nochmal geschliffen, bis alles wirklich schön glatt ist, so wie es sein muss.
Die nächste Herausforderung besteht darin, die Dose von der Spachtelmasse zu öffnen. Aber ich kriege es hin, man sieht es ja. So langsam öffnet sich die Dose. Ja, diese Spachtelmasse muss natürlich angerührt werden. Dazu ist eine kleine Tube Härter mit dabei. Man vermischt einfach etwas mit dem Härter. Das sind, glaube ich, 2% Härter und der Rest Spachtelmasse. Ich wiege das aber nicht ab. Das mache ich so Pi mal Daumen. Das hat bis jetzt immer gepasst und ich komme mit dem Härter auch aus. Bei solchen Aufnahmen den Autofokus der Kamera zu nutzen, ist natürlich kontraproduktiv. Da habe ich einfach mal wieder nicht aufgepasst. Ich werde auf jeden Fall bei den nächsten Videos da vermerkt drauf aufpassen, dass das nicht wieder passiert, weil mich nervt das auch total. Und, es ist einfach unruhig und dann zoomt er wieder auf die Hand, dann stellt er wieder auf das andere Teil scharf. Das nervt natürlich. Ich verspreche Besserung. Nachdem alles gut vermischt ist, kann die große Schweinerei beginnen. Wir können jetzt alles schön einschmieren, sämtliche Lücken füllen und das womöglichst so gut wie möglich auch glatt ziehen. Dann haben wir nachher weniger zu schleifen. Weil alles, was jetzt zu dick aufgetragen wird, muss natürlich nachher abgeschliffen werden. Und wenn das Zeug hart ist, das ist echt eine Arbeit. Aber gut, langsam an und es wird schon. Ja, jetzt sieht man hier die erste Grundierung, die erste Schicht nur leicht angenebelt und dann kommt danach eine zweite Schichtgrundierung. Das sieht dann so aus. Danach habe ich ein bisschen geschliffen, damit das alles wieder schön glatt wird und einheitlich wird. Und dann kommt die erste Deckschicht schwarz drauf. Das ist ein Schwarzmatt, das wird nachher matt, wenn es trocken ist. Hier ist die Farbe ja noch glänzend. Und das Ganze sehen wir auch nochmal von vorne. Innen habe ich natürlich nicht lackiert, das wäre ja Quatsch, sieht ja kein Mensch, Farbverschwendung. Ja, jetzt müssen noch die Knöpfe gemacht werden und dann passt das. Was wir jetzt noch machen müssen ist, diese kleinen Pinöppels, die da hinten an diesem Kunststoffrahmen sind, die müssen wir noch abklipsen.
Da sieht man zum Beispiel ein und auf der anderen Seite gegenüber ist nochmal einer schräg gegenüber. Die knipsen wir ab, sonst passt unser Matrix-Display nachher nicht in den Fernseher rein. Einmal Nummer 1, ab ist er. Dafür sind diese Zangen wirklich klasse. Und auf der anderen Seite auch ab mit dem Pinöppel. Ja, das war's schon. Somit steht dem nichts mehr im Wege, direkt komplett reinzugehen, ohne dass er da irgendwo gegenstößt. Das sieht nämlich nicht wirklich witzig aus, wenn das Display weiter vor rausschaut aus dem Fernseher. Ja, und dann müssen wir noch den Arduino-Sketch bearbeiten. Und zwar müssen wir dort ein paar Änderungen vornehmen. Wir müssen einmal von unserem Netzwerk die SSID eingeben. Das ist dann hier. Darunter kommt das Passwort. Und natürlich der API-Key. Den müssen wir uns bei Google generieren lassen. Da gibt es dann auch nochmal unten in der Beschreibung Hilfe zu. Und hier kommt deine Channel-ID rein. Weiter unten müssen wir dann unsere Matrix einstellen. 64x32 habe ich. Hier kann man die PIN-Belegung ändern. Das muss man dann halt mal schauen, wie das bei sich eingestellt ist. Auf dieser Seite kann man die selbst erstellte Grafik, die man abbilden möchte, umwandeln lassen in diese hübschen, bunten Zahlen und Buchstaben. Und dann geht es etwas weiter nach unten. Dort wird das Display eingestellt, der Scan-Intervall. Ich habe 16, also ein 16, deswegen stelle ich es auf 16. Weiter unten habe ich eine feste IP vergeben. Das muss man nicht unbedingt machen. Ich habe es halt gemacht. Die X sind natürlich zu ändern, beziehungsweise die ganzen Zahlen sind zu ändern auf euer Netzwerk, was ihr habt. Ja, und dann geht es nochmal ganz weit unten. Da kann man hier nochmal die Texte ändern und hier unten kann man die Abstände ändern und die Position der einzelnen Bilder zum Beispiel und natürlich auch der Anzeige. Ja, und auf dieser Seite könnt ihr euch die Verdrahtung genau anschauen. Die verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten in der Beschreibung. Ja, wenn ihr danach vorgeht, sollte eigentlich alles danach einwandfrei funktionieren. Ja, soweit die trockene Theorie. Jetzt werden wir das Display mal verkabeln und mit dem Netzteil verbinden. Und dann werden wir das Gehäuse zusammenbauen, verkleben, lackieren etc. Das werde ich euch alle stichpunktartig zeigen. Die Verkabelung habe ich dann etwas intensiver laufen lassen, also nicht so viel gekürzt und nicht so viel auf Vorlauf bzw. auf Schnelllauf gespult, sondern so, dass man es wirklich nachverfolgen kann, wie ich es gemacht habe. Wenn euch das zu langweilig ist, einfach ein bisschen vorspulen, aber ihr könntet dabei natürlich etwas verpassen, also vorsichtig. Gut, lasst uns weitermachen. Ja, hier mache ich dann jetzt noch ein paar Adernhülsen auf die einzelnen Litzen. Das ist mir schon sehr wichtig, weil erstens ist es nicht erlaubt, die Litzen so zu verwenden und in die Verschraubung zu schrauben, auch nicht in Lüsterklemmen etc. Und zweitens ist das wesentlich sicherer so. Ich habe es ja etwas kurz abisoliert, das habe ich jetzt zwar nicht gezeigt, das habe ich nachher nochmal geändert. Das ist einfach zu kurz. Also ihr müsst schon die Adern etwas länger rausschauen lassen, also etwas länger abisolieren und dann das Ganze eben quetschen. Ja, und hier mache ich dann auch schon den ersten großen Fehler. Man sollte die Netzleitung natürlich nicht mit dem Netzteil verschrauben, bevor man sie durch das Gehäuse gesteckt hat. Das ist natürlich echt doof gewesen.
Ich muss also nachher wieder das Ganze lösen. Ich muss das Kabel zuerst hinten durchs Löschen stecken, dann eben sichern, also eine Zugentlastung einsetzen. Das mache ich mit Kabelbinder, ist ja für mich selbst, das reicht völlig aus. Und ja, dann verschraube ich das Ganze nochmal. Aber naja, egal. Ja, jetzt muss natürlich noch die Stromversorgung für unser LED-Panel mit dem Netzteil verbunden werden. Und dann muss noch diese kleine rote Ader, die vom ESP8266 kommt, ebenfalls mit 5 Volt verbunden werden am Netzteil. So, das wäre geschafft. Jetzt noch das kleine Schutzkäppchen oben drauf. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Und dann können wir das Ganze einbauen.
die Stromversorgung mit der Platine verbinden. Alles nochmal kontrollieren, ob richtig sitzt. Sieht gut aus. Jetzt machen wir mal eben einen kleinen Test, ob auch noch alles funktioniert. Schön aufpassen hinten, dass die Platine nicht an dem Metallgehäuse von dem Netzteil kommt. Ja, dann mal den Stecker rein und schauen, was passiert. Eins, zwei, drei, hurra! Das sieht gut aus. Scheint zu funktionieren. Gut, die Beleuchtung ist natürlich jetzt dran schuld, dass das Ganze ein bisschen schwach aussieht. Aber das ist in Wirklichkeit ganz schön hell. So, ja, von innen habe ich das Ganze dann so gelöst. Kleine Platine ist einfach hinten eingeklebt, sodass ich an den USB-Port noch komme zur Programmierung, wenn ich mal was anderes drauf haben möchte. Ja, und das Panel selbst, das passt also richtig gut vorne in die Front. Das hält also ja, auf Druck, sage ich mal. Das ist also wirklich so passgenau gedruckt, dass das absolut perfekt dort reinpasst und auch jederzeit wieder gelöst werden kann, wenn mal irgendwas kaputt gehen sollte. Ja, passt. Sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Und jetzt müssen wir natürlich noch testen, ob das Ganze funktioniert. Einmal den Stecker, den stecken wir in die Steckdose. Und dann warten wir ein paar Sekunden, ob da was kommt. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ah ja, das sieht gut aus. Es ist in Natura natürlich viel heller. Die Scheinwerfer für die Kamera, die machen das Ganze natürlich etwas dunkler. Und ich habe hier mal einen ausgeschaltet. Aber auf der Kamera kommt das nicht wirklich gut wieder. Und das Flackern, also dieses Flickern hier, was ihr da seht, das ist in Natura auch nicht vorhanden. Das ist einfach der blöden LED geschuldet, die meinen Tisch da beleuchtet. Ja, da kommt die Kamera nicht wirklich mit klar. Die flimmert also. Also in Wirklichkeit deutlich heller und natürlich auch flimmerfrei. Und die Helligkeit kann übrigens ja auch in dem Skript angepasst werden. Man kann das Teil also auch richtig grell machen oder auch nur ganz leicht. Zwei Fotos habe ich davon auch noch geschossen. Ich finde, das sieht richtig klasse aus. Und ja, Funktion ist auch einwandfrei gegeben. Hier nochmal etwas dunkler. Die Farbe ist klasse, die Leuchtkraft ist klasse. Also mir gefällt das Ding richtig gut und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachbauen. Ja, das war doch mal ein richtig cooles Projekt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Basteln. Wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, ihr findet sämtliche Teile, die ich verwendet habe, unten in der Beschreibung. Auch die Links zu den Arduino-Sketch und den ganzen anderen Teilen, was ihr so braucht, alles in der Beschreibung. Da solltet ihr dann eigentlich alles zusammen haben. In meinem nächsten Video werde ich ein paar Matrix-LEDs reparieren, wo also ein paar Pixelfehler vorhanden sind. Ich bekomme dafür ein paar defekte Panels, die ich da bestellt habe und ja, werde euch zeigen, wie man die wieder reparieren kann. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.